Ja, ein besonderes Kooperationsprojekt und da wäre natürlich auch gleich nochmal interessant, wie Sie beide zueinander auch gefunden haben oder wie diese Kooperation eigentlich zustande kam. War das auf Empfehlung über ein anderes Projekt? Wir als Hersteller sind natürlich laufend in Zusammenarbeit mit externen Designern. Und bei diesem Projekt ist das Designstudio Braided Esculap auf uns zugekommen, hat uns das Projekt vorgestellt über die Wirtschaftsagentur Departure in Wien, die dieses Projekt auch finanziell unterstützt hat. Und für uns war es ein spannender Ansatz, das auszuprobieren. Sie haben uns das Konzept vorgestellt und wir haben da natürlich viele Anknüpfungspunkte gesehen, weil wir als Hersteller mit 90-jähriger Firmengeschichte natürlich auch sehr, sehr viele Inputs produktionsseitig liefern können. Das heißt, wir haben uns in der Zusammenarbeit sehr, sehr gut ergänzt. Einerseits die Designseite, andererseits von uns aus natürlich auch die Produktionsseite. Und so ist das Projekt dann eigentlich entstanden. Genau, und wenn man dem Ganzen vorgreift, also bei uns hat es natürlich, wir waren die Initiatoren, also wir haben das Konzept mehr oder weniger entwickelt und das war bei uns ausgehend von einem großen Workshop, den wir gemacht haben, auch während der Vienna Design Week, wo wir gemeinsam mit der Öffentlichkeit, das waren so Ausschusswaren aus dem Tonet-Werk, Tonet, diese Dampf, diese Buchholzstühle. Und wir haben diese Ausschussware, also Einzelteile, mit Usern neu zusammengestellt, zu neuen Möbelstücken. Und das war unheimlich großer Anklang bei diesen Workshops. Und wir haben eben gemerkt, auch in der Möbelbranche ist eben der Wille da und auch der, ja, also das, der Wille da, von den Usern selber eben mitzugestalten. Und das war für uns ausschlaggebend, eben dieses Konzept zu entwickeln. Wir haben dann eben diese Departure-Förderung beantragt und dann mit der neuen Wiener Werkstätte eigentlich einen ja, nahezu perfekten Partner gefunden, um das Ganze umzusetzen. Also die sitzen in Österreich, haben ihre Produktionsstätte in Österreich, sind sehr auf Nachhaltigkeit, Langlebigkeit der Möbelstücke fokussiert und es war eigentlich, ja, und auch die Kommunikation zwischen uns und dem Hersteller war sehr direkt, reibungslos, was in so einem Projekt unheimlich wichtig ist, um das Ganze voranzutreiben. Weil das Schwierige ist halt immer, diese ganzen Inputs zu verdichten. Also, was wählt man aus, was ist der nächste Schritt und wie gelangt man schließlich zu dem Resultat? Das ist, glaube ich, so der schwierigste Teil von dem Ganzen, die Integration der Beiträge. Diese Filterung der vielen Ideen, die auf einen zukommen, dass man das dann in einem Conclusio quasi vereint und die bestmögliche Lösung findet. Das wäre sozusagen noch die anknüpfende Frage, inwieweit nämlich dieser ganze Prozess, der sich ja dann doch über Monate gezogen hat, nämlich für Sie als Kunde dann fordernd war, oder wie war diese Zeit, nämlich sich da auch selbst die Fragen, die richtigen Fragen zu stellen und dann diesen Prozess gemeinsam zu gehen? Es war natürlich im Laufe dieser 1,5 Jahre sehr, sehr aufwendig. Braided Esculap war der Initiator und die Moderatoren dieses Projekts, haben die Inputs der Community gefiltert, dann in Besprechungen und Terminen, unzähligen Terminen bei uns im Werk, in der Produktionsstätte dann natürlich besprochen. Man zieht die Techniker hinzu, man zieht die Produktentwicklung hinzu, man fragt den Tischler, der schon 30 Jahre bei uns arbeitet, funktioniert es überhaupt, was sich die User da wünschen? Geht es überhaupt oder ist es technisch vielleicht gar nicht machbar? Also es war schon herausfordernd, aber im Endeffekt muss man sagen, das, was man über den Kunden dann erfährt im Endeffekt in diesen 1,5 Jahren, ist so viel mehr wert, dass da ein schönes Produkt entstanden ist, über das wir uns sehr, sehr freuen und das unsere Kollektion auf jeden Fall bereichert. Weil das Spannende war ja, dass wir selber gewusst haben, was dabei herauskommt, also was am Ende dann dasteht. Und das ist jetzt umso schöner, eben diese Innovation hier zu sehen, dass es eigentlich am Markt also nicht wirklich gibt in der Form. Und dass das aus diesem Prozess entstanden ist, ist halt dann noch umso toller, dann im Nachhinein das fertige Produkt jetzt zu sehen eigentlich. Und Sie haben gesagt, Sie bekommen jetzt nach wie vor Fotos von den glücklichen Kunden und Kundinnen. Werden diese aber auch so weit professionell aufbereitet, dass sie dann ja, für Marketingzwecke auch genutzt werden könnten? Kann man auch. Wir haben ja schon ein schönes gemeinsames Projekt, das dann auch in Kürze noch fotografiert wird und auf unserer Facebook-Seite von der neuen Wiener Werkstätte dann auch veröffentlicht wird. Das heißt, alle, die Interesse haben, dann gerne dann draufschauen oder unseren Flagship-Store besuchen, wo ja das Produkt auch live zu erleben ist. Gut, also ich glaube, das Angebot nehmen wir
sehr gerne an. Ja, ich darf jetzt zur offenen Diskussionsrunde einladen und dem Publikum die Möglichkeit geben. Also es gibt schon das erste Handzeichen. Wir haben auch ein Mikrofon. Bitte dies zu benutzen und auch eventuell aufzustehen, damit das Online-Publikum... Hallo, Magdalena Briggs mein Name. Ich wollte fragen, bis zu welcher Stufe war das Projekt schon durchfinanziert durch Departure-Wirtschaftsagentur? Und wo hat dann erst die Zusammenarbeit angesetzt, beziehungsweise inwieweit war das einfach finanziell durch Departure schon mitfinanziert, dass ihr dann wirklich auch mit einsteigen konntet in einem gemeinsamen Prozess? Das ist das eine. Und die andere Frage ist, wo tue ich die Module hin, die ich gerade nicht brauche? Dankeschön. Also das mit der Förderung war eben keine Grundvoraussetzung, aber es war eben eine große Erleichterung, weil, so wie die Viktoria schon gesagt hat, dieser Prozess natürlich sehr viel umfangreicher ist, als wie wenn ein Entwicklungs- oder Designprozess wirklich vom Unternehmen kommt eine Fragestellung oder Aufgabenstellung an den Designer, der entwirft das, dann ist das fertige Produkt da. Das ist halt sehr viel umfangreicher und auch zeitlich natürlich sehr viel länger. Die Batsche war insofern, also der Entwicklungsprozess wurde mehr oder weniger durch das abgedeckt, wobei man dazu sagen muss, dass die Arbeitsleistung natürlich weit darüber hinaus gegangen ist, also über diese Kalkulation. Und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, dass, also die Budget ist halt die Minimis-Förderung, das heißt, es werden nur 54% finanziert und den Rest muss das Unternehmen selber tragen. Das heißt, es ist nicht so, dass man sagt, wir brauchen 200.000 Euro und man bekommt das zu 100%, sondern es wird nur ein gewisser Prozentsatz finanziert und der Rest muss durch die Unternehmen, jetzt durch die beiden Kooperationspartner, eigenfinanziert werden. Gut. Und das mit den Modulen, das ist eine gute Frage. Da muss man halt dann auch gestalterisch tätig werden oder vielleicht hat man einen Wandschrank oder unterm Bett oder so, wo man es unterbringen kann. Es ist auch so, dass ja meistens, also die Idealvorstellung ist, dass man eine plane Version hat, wo man das wirklich als Esstisch verwenden kann. Die Idee ist ja auch so ein bisschen entstanden in diesem Umfeld des Urban Living, sage ich jetzt einmal, in einer Stadt, wo die Wohnräume immer kleiner werden, wirklich ein Möbelstück zu haben, was für viele unterschiedliche Anwendungen auch herangenommen werden kann. Also man hat den Arbeitsplatz, man hat einen Esstisch, man hat im besten Fall vielleicht einen Werktisch, wo man halt so Opferplatten hat, also billige Holzplatten, wo man dann mit den Kindern drauf schrauben kann, malen kann und das dann so ein bisschen rotiert und dann immer wieder neu zusammengestellt wird. Ja. Das ist auch ein bisschen die Herausforderung in der Do-it-yourself-Variante, sich dann solche Überlegungen zu widmen. Okay. Ich darf auch noch einmal Frau Dr. Hutter bitten, zu uns auf die Bühne zu kommen, damit wirklich alle Keynotes und Statements bei uns vertreten sind. Somit auch die Fragerunde bitte an alle vier Personen, wenn Sie wollen. Gut. Hallo, Clemens Duss, Selbstdesigner auch. Ich wollte wissen, das ist noch nicht ganz beantwortet oder glaube ich, was waren eigentlich tatsächlich jetzt die Kosten von dem Projekt? Und dann, was waren eigentlich die Schwierigkeiten dabei? Beziehungsweise wie genau habt ihr dann die User ausgesucht? Seid ihr dann speziell noch weiter reingegangen oder nur tatsächlich bei diesen Workshops Leute arbeiten lassen? Und was haben die dann für Incentives bekommen? Also die Community hat sich natürlich aufgebaut über die Social-Media-Aktivitäten. Das war natürlich ein ganz, ganz starker Faktor. Um natürlich auch an die Zielgruppe zu kommen, nämlich möbelaffine Kunden anzusprechen, haben wir zum Beispiel auch die Möbelmesse in Wien genutzt, dort auf einem Messestand das Projekt präsentiert und wirklich auch mit den Messebesuchern, die ja sich für das Thema Einrichten interessieren, befragt, wie wohnen sie zu Hause, wie arbeiten sie zu Hause, was ist ihnen wichtig. Und allein in dieser Messewoche sind sehr, sehr viele Inputs gekommen, die wir dann filtern mussten. Und so ist das eigentlich über die ganzen 1,5 Jahre gegangen. Man hat diese Workshops gehabt, die vielen Ideen, und man hat die nach jedem Workshop zusammengefiltert und so ist das Projekt entstanden. Die Herausforderung war dann natürlich, dass das sehr, sehr individuelle Ideen waren und man nicht alles in einem Möbelstück vereinen kann. Zudem auch noch natürlich die zeitliche Variante, dass man wirklich die Deadlines auch so setzt, dass man wirklich auch in den nächsten Arbeitsschritt kommt und das Produkt auch wirklich weiterentwickelt.
war auch eine Herausforderung, die Testtische zu bauen, daran wieder zu optimieren, die Materialauswahl, natürlich auch das Kostenbewusstsein, was dann natürlich auch sehr wichtig war, sich die Frage zu stellen, was würde ein Kunde dafür bezahlen, was ist zu hoch, was ist der Kunde bereit dafür zu zahlen. Dann natürlich auch der Nachhaltigkeitsfaktor, der Tisch wird zur Gänze in der Steiermark produziert. Wir sind ein sehr, sehr handwerkliches Unternehmen und da ist auch das Kostenbewusstsein in der Produktentwicklung ganz, ganz wichtig, was wir auch natürlich ein bisschen Bewusstsein schaffen wollten bei den Kunden. Und bei der Community, also man kann sich das so vorstellen, das war so eine Kerngruppe ungefähr von ca. 70 Leuten. Das waren registrierte User auf der Homepage. Das waren auch immer wieder Leute, die zu den Workshops gekommen sind. Und dazu sind dann Leute eben gekommen, die zum Beispiel nur ein-, zweimal an Abstimmungen teilgenommen haben oder an Befragungen und trotzdem auch quasi ihre Beiträge zu dem Ganzen geliefert haben. Aber also die wichtige Kerngruppe waren eben so um die 60 bis 70 Leute. Das waren auch, also diese Test-User wurden dann eben auch in einem Verfahren ausgewählt, die dann diese Tische bekommen haben, diese Tische auch behalten haben dürfen. Das war auch ein Thema, das die Frau Hutter angesprochen hat. Es braucht Incentives, also man muss natürlich Motivation generieren. Man muss Aufgabenstellungen klein aufbauen, Teilaufgaben, Deadlines setzen, um quasi das Projekt attraktiv zu machen und zu halten und quasi die Leute so ein bisschen am Ball zu halten. Und das war wohl die schwierigste Aufgabe. Also wirklich diese User zu motivieren, mitzumachen. Ja. Also let's create together war immer unser Aufruf. Das heißt, wie geht es da aber eigentlich einem Designer auf einmal als Community Manager? Für uns war es nicht schwer, weil wir eigentlich mit dem Projekt uns also wirklich zurücknehmen wollten und jetzt dann raus aus dieser Designer-Rolle gegangen sind und wirklich das gemeinsam mit den Leuten also durchziehen wollten, also diesen Entwicklungsprozess. Und uns ist das gar nicht, also diese Rolle uns ist nicht schwer gefallen, aber die Aufgabenstellung war doch sehr anspruchsvoll im Prozess. Okay. Gut, ich darf jetzt eine Frage vom Online-Publikum sozusagen einmal jetzt einwerfen. Das geht auf die Präsentation von Frau Hutter zurück, nämlich dieses eine Beispiel, wo sozusagen der Bereich ist auch von einem Architektenkollegen, wo der Bereich der Architektur dann das Interieur sozusagen per Voting mitbestimmt oder auch ausgewählt wird. Und da ist dann die Frage, kann da nicht die Qualität sinken, wenn sozusagen jetzt dann das Publikum immer über die Qualität entscheidet, die vielleicht gar nicht in diesem Bereich dann Experte, Expertin ist? Das ist eine sehr gute Frage und das, glaube ich, hat man auch bei dem Brill oder bei dem Henkel-Wettbewerb gesehen. Es muss in den Terms and Conditions, in diesen Rahmenbedingungen genau geklärt werden, wer letztendlich dann die Entscheidung sozusagen tätigt. Ich würde jetzt nie mehr oder weniger sagen, okay, das darf nur der Community überlassen werden. Es gibt da unterschiedliche Möglichkeiten, wie man dann zum besten Idee, zum besten Design kommt, dass man einerseits sagt, okay, ich habe die Community-Bewertung und auf der anderen Seite habe ich auch nochmal die Experten, also wirklich die Designer, die Architekten in dem Fall, wo man sagt, okay, das ist ein gemeinschaftlicher Prozess, dass die Community auch erste Anzeichen gibt, wo geht die Reise hin, wie reagiert mehr oder weniger der Markt darauf, aber dann natürlich letztendlich auch noch einen Experten braucht. Und es braucht sozusagen beide. Mhm. Vielen Dank. So, ich schaue jetzt wieder in das Publikum. Die Dame oder der Herr, dann die Dame. Ich hätte gern Sie etwas gefragt vom Design Thinking. Würden Sie das Prozedere bei diesem Wiener Werkstättentisch als ein Musterbeispiel für Design Thinking bezeichnen? Könnte man jetzt akademisch streiten, aber das, was ich da mitgekriegt habe, ja. Also ich glaube, das ist tatsächlich ein klassischer Design-Thinking-Prozess, der wahrscheinlich gar nicht als solcher bezeichnet worden ist, sondern der sich aus der Logik von einem Design-Prozess abgeleitet und entwickelt hat. Ja. Gut, die Dame bitte. Vielleicht stehen Sie auch auf, ja, danke. Mein Name ist Siglinda Eugenie Katrein von Manufakturlab. Etwas näher zum von Manufakturlab und ich habe noch eine Frage zum neuen Wiener Werkstätte-Projekt. Wie weit wurde der Handwerk aktiv in den gesamten Prozess eingebunden? Ich habe so gehört, irgendwie wurde der Tischler auch mal gefragt, aber wie weit war der wirklich, oder waren die Handwerker wirklich im Prozess eingebunden?
Die Handwerker waren sehr intensiv in den Prozess eingebunden. Es war ja natürlich auch für uns eine Herausforderung, da eine klassische Produktentwicklung bei uns so verläuft, dass wir ein Designer-Briefing verfassen. Das verfasst unsere Produktentwicklungsabteilung. Wir haben einen hausinternen Designer, der eine Anforderung an den externen Designer stellt und dieser dann mit Entwürfen oder Erstvorschlägen auf uns zukommt. Hier war natürlich die Herausforderung, dass die Gestaltungswünsche nicht von einem professionellen Designer kamen, sondern von einer breiten Community, von den Nutzern selbst. Da mussten wir natürlich dann auch natürlich das fachliche Know-how mit abfragen, ob gewisse technische Lösungen oder Wünsche und Anforderungen überhaupt möglich oder machbar sind. Wir arbeiten sehr intensiv mit Holz, das heißt, das Material war in diesem Fall schon mal vorgegeben. Dann Verbindungsteile, technische Konstruktionen wurden selbstverständlich bei uns intern dann auch diskutiert mit der Entwicklungsabteilung zusammen. Das war ein ganz, ganz intensiver Prozess und da werden natürlich auch die Experten in der Tischlerei mit einbezogen. Genau, also der erste Schritt für uns, bevor das wirklich rausgegangen ist an die Öffentlichkeit, war, dass wir als Designer zur Neuen Wiener Werkstätte ins Werk gegangen sind und wirklich geschaut haben, wie arbeiten die, mit was für Materialien, mit was für Maschinen arbeiten die, was ist möglich und dahingehend schon so ein bisschen strukturelle Punkte festzulegen, die Ausgangspunkt sind für den weiteren Verlauf der Produktentwicklung, die einfach, also ich würde jetzt nicht sagen Einschränkungen, sondern eigentlich Vorgaben sind, auf die man aufbauen kann, um dann später zum Produkt zu kommen. Und zu dem Punkt vorher, was eben das Spannende war eben bei dem Prozess, ist, dass wir eben diesen Designprozess hergenommen haben und das eben vermischt haben mit der Theorie der interaktiven Wertschöpfung oder Open Innovation, wie es die Frau Hutter sehr gut beschrieben hat. Und daraus ist dann eigentlich dieser Prozess erst entstanden und viele, viele Aspekte des Prozesses auch erst im Verlauf, weil also von vornherein nicht ganz klar war, wie zum Beispiel die Community auf gewisse Sachen reagiert und darauf hat man eben dann selber reagieren müssen. Gut. Eine Frage auch nochmal vom Online-Publikum, nämlich vom Ritz Niederösterreich. Entstehen hier nicht zu sehr individualisierte Produkte, die für einen breiten Markt ungeeignet sind? Wer möchte darauf antworten? Ich würde mal vermuten, wenn man die falschen User, wenn man Dinge für die falschen Usergruppen baut, ja. Ja, also wenn ich den Markt nicht genau genug anschaue und ein Nischenprodukt entwickle und design, dann ist die Gefahr gut da, dass das ist, kann aber auch gleichzeitig wieder Wettbewerbsvorteil sein, wenn ich ein Nischenprodukt erwische, why not? Also denke ich mal, das ist Schlüsselelement, ist gut hinzuschauen, wer sind die Nutzerinnen und Nutzer, für die ich einen Wert stiften möchte. Mhm. Und es kann sein, dass das auch dann in Richtung Nischenprodukt geht. Ja. Aber es ist ja auch so, dass zum Beispiel ein Nischenprodukt, was jetzt am Markt neu eingeführt wird, vielleicht in 5 Jahren dann zum Massenprodukt wird, weil zum Beispiel Lead-Users, haben wir gehört, die sind ja jetzt unzufrieden mit dem Marktangebot und haben Ideen, um eben Produkte zu entwickeln, die ihren Ansprüchen entsprechen oder auch diese Bedürfnisse decken. Und diese Bedürfnisse können dann in weiterer Folge ja die Bedürfnisse von vielen anderen decken, auch wenn das vorher vielleicht gar nicht gegeben hat. Also wenn man denkt, heute ist das iPad ja ganz normal, vor 10 Jahren hat es das Produkt an sich oder das Produktkonzept gar nicht gegeben. Gut, bitte eine nächste Frage aus dem Publikum. Fritz Fessler ist mein Name. Eine Frage an Keynote, an die Frau Professor, um einmal einen Kontrapunkt hier hineinzubringen. Wenn jetzt ein Auftraggeber ein Briefing an 5 Agenturen vergibt, dann arbeiten 4 umsonst. Wenn ich jetzt so Open Innovation und Co-Creation mache, einen Designwettbewerb ausschreibe und 500 Designer arbeiten, also das endet damit, dass ganz viele in einer prekären Situation leben und eigentlich nur mehr bei Wettbewerben mitmachen können, wo sie eigentlich dann eh nichts rauskriegen.
Das ist genau der Punkt, das ist die Herausforderung, wenn man sich die Innovationswettbewerbe ansieht und da haben wir mehrere hunderte Teilnehmer, teilweise auch tausende Teilnehmer, dann ist es meistens nur so, dass die ersten drei, vielleicht der erste oder die ersten zehn was gewinnen. Da stelle ich mir die Frage, okay, warum machen denn der Rest noch mit? Warum funktionieren denn diese Crowdsourcing-Prinzipien überhaupt? Und da geht man eben runter auf diese unterschiedlichen Motivationen. Die einen machen wirklich mit, weil sie sagen, da habe ich eine zusätzliche Einnahmequelle. Da will ich sozusagen diesen Wettbewerb gewinnen. Die anderen machen mit, weil sie sagen, okay, da ist von, keine Ahnung, Swarovski ein spannender Designwettbewerb zum zukünftigen Schmuckstück ausgeschrieben. Ich hätte vielleicht Interesse, als Designer bei Swarovski zu arbeiten und komme dort auf dieser Plattform schon mal präsentieren und vielleicht werde ich dann zukünftig ausgewählt. Aber viele verlieren natürlich. Das Ganze basiert auf dem Prinzip sozusagen Self-Selektion. Man verpflichtet da keinen zu dieser Teilnahme, aber das ist ganz klar. Wir haben einen Großteil, die leer ausgehen, die sehr viele Stunden auf dieser Plattform mehr oder weniger investieren und die sozusagen mit null nach Hause gehen. Aber die Frage ist nochmal, wie ist die richtige Incentivierung? Einerseits brauche ich das Extrinsische, aber ich muss den anderen auch das bieten, dort mitzumachen. Die lieben vielleicht den Dialog auf dieser Plattform, die lieben das, sich auszutauschen, die finden dort Gleichgesinnte, lernen dort sozusagen durch diesen gemeinsamen Prozess auch. Also man darf nicht nur mehr oder weniger dieses Preisgeld sehen, weil die steht oft auch in keiner Relation zum Input. Gibt es da aber auch irgendwelche Qualitätskriterien sozusagen für diese Wettbewerbe oder strebt man an, da irgendwo gewisse Richtlinien oder Leitfäden auch zu entwickeln? So der Leitfaden für ein Unternehmen, wenn man jetzt sagt, okay, ich will so einen Kreativprozess, ich will jetzt einen Wettbewerb aufbauen im Bereich der Ideengenerierung, dann ist immer wichtig die Fragestellung. Ich glaube, das ist auch so wie beim Design Thinking Approach. Was ist denn die richtige Fragestellung? Ich darf nicht zu breit reingehen, weil dann sozusagen bekomme ich nur sehr vielleicht oberflächliche Antworten, aber auch nicht zu spitz und auch nicht sozusagen in dieser technischen Sprache. Ich muss das sozusagen für die Allgemeinbevölkerung übersetzen, aber auch nicht zu allgemein, weil ich will ja auch Experten noch mehr haben in diesem Bereich. Also das Framing sozusagen von dieser Fragestellung oder von dem Problem, von dem ich eigentlich ausgehe, von dieser Ausgangssituation, das ist ganz was Essentielles. Also das, und dann auch nochmal in Bezug auf Ihre Frage nochmal, wie gehe ich denn mit den Themen um, die leer ausgehen? Bei Moleskine hat man es gesehen, die haben gesagt, ja, und die IP gehört auch noch von allen Einreichungen uns. Also das ist dann ein Schritt zu weit gegangen, da hat sich dann die Community, die Freelancer, massiv beschwert. Also man kann dann schon so Rahmenbedingungen aufstellen, dass man sagt, okay, dieses Siegerdesign oder die Sieger-Idee geht dann sozusagen in den Konzern zurück, ins Unternehmen zurück und dafür gibt es dann mehr oder weniger eine Prämie. Also diese Rahmenbedingungen sind auch sehr wichtig. Gut. Ja, dadurch, dass wir etwas ja auf die Zeit schauen müssen, gibt es eine letzte Frage aus Kärnten. Welche Persönlichkeit und Haltung müssen Kreativunternehmerinnen mitbringen, dass sie diese Methoden überhaupt anwenden können? Vielleicht Peter Webhofer. Schwierige Frage. Also ich glaube, man muss einmal vermeiden, dass es zu sowas kommt wie Schwarmdummheit. Das ist schon mal viel, wenn sowas passiert. Was muss eine Persönlichkeit mitbringen? Das müssen offene, neugierige Menschen sein, also die nicht bedroht sind von einer ungewissen Zukunft. Das müssen Menschen sein, die in der Lage sind, auszuhalten, dass das Neue noch nicht fassbar ist. Das erlebe ich in der Praxis immer wieder so. Neues entsteht, ist teilweise nicht beschreibbar mit Worten und das macht manche Menschen wahnsinnig, dass Dinge entstehen und noch nicht beschrieben werden können. Also ich glaube, das sind einmal so die Kernfaktoren. Und dann gehört auf alle Fälle dazu eine große Portion Fleiß. Ja? Sowas wie Umsetzungsriesen und nicht Ankündigungsriesen. Also Leute, die dann tatsächlich was tun und bereit sind, auch Dinge umzusetzen. David Kelly hat aktuell ein wunderbares Buch geschrieben zu dem Thema, wo man so ein bisschen nachlesen kann, wie so kreative Persönlichkeiten gebaut sind. Und der hat vor allem diesen Schlüsselbereich, die Menschen setzen irgendwas um. Die plaudern nicht nur von neuen Dingen, sondern die tun es auch.
Also so aus einem Bündel heraus. Mhm. Das Lustige ist, das produzieren wir natürlich in unserem Schulsystem nicht. Gut, aus Sicht des eines Kreativen würde ich da die abschließende Frage mal stellen, wie kalkuliere ich dann diesen Aufwand? Für Design Thinking Prozesse? Ja. Naja, das, pauschale ist, oder tatsächlicher Aufwand? Das, was Aufwand ist, muss kalkuliert werden. Ja, also das ist keine kapillige Geschichte. Ja, so ein Design Thinking Prozess braucht eine gescheite Vorbereitung, die man kalkulieren muss, braucht eine gescheite Umsetzung, die man kalkulieren muss und braucht eine gescheite Nachbereitung, die man kalkulieren muss. Und wenn man jetzt nur ganz schnell sagt, ich brauche mindestens einen Tag, wenn nicht zwei Vorbereitungen, oft noch mehr. Ja, es kommt jetzt auf die Quantität dieser Geschichten drauf an. Ich brauche 3-4 Tage für die Umsetzung und ich brauche dann noch gut 2 Tage für die Auswertung dieses Prozesses. Ja, dann multipliziert man das mit einem Tagessatz und dann weiß man ungefähr, was das kostet. Ja, dann hat man aber nur noch kalkuliert die Menschen, die da dabei sind. Ich plädiere ganz, ganz stark, dass die Mitarbeiterinnen in den Teams auch entsprechend entlohnt werden. Also wir haben jetzt gerade mit der Stadt Graz so ein Projekt in Vorbereitung, wo einfach Menschen, die sich für Design Thinking Prozesse als Kreative zur Verfügung stellen, auch entsprechend entlohnt werden müssen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst produzierst du dort drinnen keine Qualität. Und das ist auch keine Wertschätzung einer Kreativleistung gegenüber. Ich weiß, dass es in der Praxis nicht einfach ist, das umzusetzen. Wenn man jetzt jemandem sagt, das kostet 20.000 Euro, fliegen die dann gleich mal um. Trotz allem ist es wichtig, einfach das entsprechend qualitativ so zu verkaufen. Mhm. Gut, also mit dem Stichwort Wertschätzung der kreativen Leistung würde ich gerne diese Diskussionsrunde beenden. Wir haben eben jetzt zeitlich gesehen noch einen Teil dann von Dr. Christoph Schneider und ich darf Sie jetzt recht herzlich noch einmal, darf mich recht herzlich bedanken und Sie noch einmal von der Bühne bitten. Applaus bitte.